Guten Morgen, Basti. Hi. We are young, we are strong. Guten Morgen, Basti. Hi. Was machst du hier? Kannst du bitte die Tür offen lassen? Kannst du? Ja. Muss frische Luft drin. Ich wollte einfach nur fragen, wie du deine Eier am liebsten magst. Also Spiegelei, Rührei oder doch lieber hart. So mag ich es am liebsten. Frau Basti? Ja, wenn... Ja, Chiara gesehen? Oh, ich hab kurz gedacht, ist eher auf den Nacktschreck gelatscht oder warum bist du so groß wie gekleidet? Ja. Ich wollte nur wissen, was... Genau, ja, weil sie wollte nur mich nach dem Frühstück fragen, wie ich die Eier mag. Und ob Spiegelei, Rührei oder... Verstehe, seit wann hast du eine Hose mehr fragen? In letzter Zeit läufst du nur mit offenen Knie rum. Wenn die Nieren erstmal kalt werden, wisst ihr, dann holen wir uns auf Klo. Alles klar. So, dann machen wir eine Küche, ein Frühstück, weil macht ja keinen Sinn hier, wisst ihr? Genau, Erwachsene genau. Richtig. Frühstück und Eier und anziehen und... Genau. Schlagernfrei? Nee, sie hat nur gefragt wegen Eier und so. Das war. Ach, ich glaube, jetzt nur so. Der ist nur so als Außenstehender. Wenn man jetzt so mal in die Situation plötzlich rinkommt, er sieht ja schon. Wisst ihr, das ist schon cool. Aber du bist ja ihr Lehrer. Gar nicht so absurd. Das ist ja mal. Wisst ihr? Ich würde mich gerne anziehen. Kannst du bitte rausgehen? Du hast nur eine Heizdecke an. Das ist ja auch komisch, wisst ihr? Ja. Das war also gestern definitiv keine Einbildung. Wisst ihr? Kannst du bitte? Danke. Weißt du? Chiara hat's auf jeden Fall auf mich abgesehen. Ey, da ist auf jeden Fall ein klärendes Gespräch mehr als überfällig. Moment, ich bin nackt. Oh mein Gott, ey. Bitte zieh dir was an. Hey, Basti, komm rein. Nee, bleib mal bitte gleich hier. Und warum ziehst du da eigentlich nichts an? So eine Hose hättest du dir doch vielleicht wirklich noch anziehen können, oder? Hat dir das nicht gefallen, was du gestern im Bodyburn gesehen hast? Darum geht's eigentlich. Ich hab durchaus bemerkt, Chiara, dass du Interesse an mir hast, sagen wir so. Ja. Aber... Ich möchte dir eigentlich nur sagen, dass das keine Zukunft hat, okay? Gleich von Anfang an, also das wird nichts. Also erstmal bist du meine Schülerin, okay? Ich bin dein Lehrer. Das geht ja sowieso schon per se schon mal nicht. Dann bist du dazu auch noch Piets Nichte und minderjährig. Das funktioniert schon gar nicht, okay? Und ich bin erwachsener Mann, du noch eine Schülerin. Und also das wird einfach nichts, Chiara. Jetzt sei doch deswegen. Du musst doch deswegen jetzt nicht traurig sein. Du bist ein junges, hübsches Mädchen. Und du wirst einen Jungen in deinem Alter finden, mit dem du gut zusammenpasst, mit dem du dich ergänzt. Und ihr lernt euch lieben und alles ist schön. Du findest mich hübsch? Also, das Problem ist, ich will keinen anderen. Und ich will so einen richtigen Mann, so wie dich. Mhm. Ja. Mhm. Ich kann nichts anfangen mit den anderen. Ja, ich muss noch, Frau Immeling, ich muss noch... Jetzt lasse ich mich hier gerade von einer 16-Jährigen aus dem Konzept bringen. Basti, da bist du so untervögelt, dass in manchen bestimmten Situationen dein Hirn schon aussetzt, oder was? Komm doch mal klar! Hey! Hallo. Was machst du hier? Grüßt euch, ist Paula ja nicht da? Nee, die musste schnell weg. Peggy ist irgendwie angeblich wieder in Berlin aufgetaucht. Und kannst dir ja vorstellen, was bei Joe und Paula jetzt gerade los ist. Hm? Ja. Alles Peggy, gut krass. Bei dir? Ja, nee. Aber ich will eigentlich nicht so darüber reden. Basti, ich sehe doch, dass du Redebedarf hast. Jetzt komm rück raus mit der Sprache. Das geht um Chiara, Piets Nichte. Na? Frühlingsgefühle? Ist da irgendwas im Busch? Das ist gar nichts im Busch. Jedenfalls nicht bei mir. Ja, sorry. Entspann dich mal. War nur eine kleine Frage von mir. Jedenfalls nicht bei dir. Ja. Basti, komm, erzähl. Aber du musst mir versprechen, dass du darüber mit keinem redest. Das ist mir wirklich unangenehm. Ich weiß selber nicht. Die scheint auf mich zu stehen. Und die, also,
Das geht nicht. Ich hab dir das schon gesagt. Ich bin ihr Lehrer, verstehst du? Die ist 16 Jahre alt. Das geht auf gar keinen Fall. Ich hab schon mit ihr gesprochen vorhin und hab... Ich bin am Ende mit meinem Latein. Was hast du denn zu ihr gesagt? Dass sie doch ein richtig sehr hübsches Mädchen ist und dass sie jemanden finden wird in ihrem Alter. Das braucht einfach alles nur so eine Zeit und... Basti, mit solchen Schmeicheleien kommst du da aber nicht weit. Du musst ja eine klare Ansage machen, sonst kapiert die das nicht. Ich will sie aber auch nicht verletzen. Ja, aber wenn es doch nicht anders geht? Mandy hat ja recht. Ich darf nicht einknicken, nur um Rücksicht auf Chiaras Gefühle zu nehmen. Ich muss einfach eine klare Linie ziehen. Wenn sie das nicht verstehen will, dann muss ich eben deutlicher werden. Willst du meine Soße probieren? Nein. Olo und ich haben gekocht. Ja, nein, nein, danke. Du kleckerst ja alles voll. Sorry. Wir haben zu reden. Okay. Sind wir alleine? Ole kackt da. Ja, okay, dann kommst du bitte mal. Vorsicht, dreh da nicht rein. Du kannst mir so eine ganze Weile machen. Worum geht's denn? Es geht um uns. Ich wusste es, du willst es auch. Nein. Nein. Und nochmals verdammt nein, Chiara. Es reicht jetzt, okay? Ich hab wirklich die Faxen voll davon. Wie? Ich bin ein erwachsener Mann, okay? Und du bist eine 16-Jährige. Und darüber hinaus und übrigens noch Piets Nichte. Ja, ich sollte eine Respektsperson für dich sein. Ich bin auch übrigens dein Lehrer, falls du es schon wieder vergessen hast. Hm. Und dieses ganze Angebaggere, dieses ganze Angeflirte, es reicht. Ich bin dafür nicht empfänglich. Verdammt nochmal, lass es sein. Verschwende deine Zeit nicht mehr mit irgendwelchen Flirtoffensiven. Nimm dir lieber deine Zeit für irgendwelche spannenderen Sachen, die man in deinem Alter so macht. Aber lass mich in Ruhe. Haben wir uns verstanden? Mhm. Das kannst du dir gerade komplett sparen. Rühr deine Soße da weiter, ey. Wirklich. Mann, das ist mir auch gerade wirklich nicht leicht gefallen. Ich hasse die Chiara so viel zu tun. Aber wenn sie es nun mal nur auf diese Weise kapiert, ist einfach das Beste so. Aber gut, genug von mir. Erzähl du mal lieber, wie es mit der Kleinen lief. Chiara, gut. Ich hab Mandy gerade schon gesagt, ich wollte ihr nur noch mal danken, weil also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich jetzt in Ruhe lassen wird, auf jeden Fall. Ich war sehr straight und tut mir halt wirklich leid, wenn ich der Kleine das Herz brechen musste, aber ich bin ihr Lehrer. Ja, das geht so dann nicht. Halt nicht anders. Ist schon ein bisschen jung gewesen. Ja, ein bisschen ist gut, ja. Hast du mal ein Glas Wasser? Klar, natürlich. Danke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Chiara ganz schnell bei mich hinwegkommen wird. Und in nur ein paar Tagen, da hat sie schon wieder 9 Schwarm. So ist sie doch immer in dem Alter. Ach, schön. Wir haben dich Was erwartet. War das denn? Hallo. Was geht? Ja, Leute. Was geht? Was geht bei dir? Heuer Update. Jetzt. Mehr. Was denkt ihr denn? Da wären so viele Möglichkeiten. Also, macht nicht so spannend. Erzähl jetzt. Okay. Also bisher also nichts. Nee. Wow. Oh. Hier, ich dachte, hier kommt was. Ja, du hast es so spannend gemacht. Ja. Nix, gar nichts. Ich muss mal im Mittelpunkt stehen. Wette gewonnen oder wie? Ich wollte sagen, noch lange nicht. Wenn also, du sagst, das ist ich habe zwar eine kleine Niederlage erlitten, aber das heißt nicht, dass die Wette vorbei ist. Danke. Naja, also gewonnen habt ihr noch lange nicht. Nein, ich habe jetzt eine neue Taktik. Hat die andere Taktik nicht funktioniert? Ich wollte gerade sagen. Aber das ist es ja. Ich konnte mich ausprobieren. Jetzt weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser mache. Oh, ja. Also ich bin der Meinung, wir haben einfach gewonnen. Weil, guck mal, wenn du nein, auf wenn es einmal nicht funktioniert hat als nein, sagt nicht, dass ihr gewonnen habt. Habt ihr nämlich nicht. Denn ich bin echt gespannt und auf deine neue Taktik. Ich verliere nie, Leute. Ja? Ja. Aber wir verlieren auch nie. Okay, gut, dann wird das richtig interessant. Ich glaube auch. Aber was jetzt der Plan? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Du mit dem Heuer. Ja, aber nee. Das mit dem Plan werdet ihr noch sehen. Ja? Mhm. Definitiv. Okay, denn. Round 2. Darauf, dass es spannend bleibt. Das wäre ja lächerlich, wenn ich jetzt aufgeben würde. Ich habe gerade erst angefangen. Und Basti soll ruhig denken, dass er am längeren Hebel säße. Er soll mal abwarten, bis ich seinen Hebel in der Hand habe. Dann sieht die Sache hier ganz anders aus. Ich bin dein Vater. Ich bin dein gottverdammter Vater. Und nicht dieser nein. Ich bin dein Vater. Ich war in den letzten Tagen viel mehr Vater für mich, als du dein ganzes Leben, okay? Janis will nichts mehr von mir wissen. Malte auch nicht.
Ich habe Peggy und Paula verloren. Es wird Zeit, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Wupsi! Hey. Das sah aus wie so ein Ring und das hat ein bisschen gefunkelt. Willst du mir einen Antrag machen? Fuck! Psst, nicht so laut. Was ist denn los? Kondom ist gerissen. Das Altfeuer sucht da.